Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie fucking schwierig es ist, die Begrüßung zu drehen. Ich sitze hier irgendwie gefühlt eine halbe Stunde und mache Hallo, hallo zusammen, hi! Und denke, wie bescheuert sich das alles anhört, dabei ist es so einfach. Hallo. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute soll es wieder um Parfums geben, mein absolutes Lieblingsthema zurzeit. Und zwar habe ich mir überlegt, zeige ich euch heute die Parfums, die ich nach meiner Parfumsammlung, also nach meinem Parfumsammlungsvideo gekauft habe. Da ist nämlich einiges dazu gekommen, Schande auf mein Haupt, aber what can I do? Es ist halt eine absolute Obsession geworden, wenn ihr Parfumo kennt, was ich hoffe, ich habe es ja jetzt schon 5 Millionen Mal erwähnt oder so, aber geht einfach mal auf diese Seite, recherchiert dort und man kann dort richtig nette Leute kennenlernen und sich mit denen austauschen und halt über Parfums recherchieren und lesen und lernen. Und es macht unglaublich viel Spaß und ich kann es jedem empfehlen. Und jetzt legen wir mal los mit meiner ja, erweiterten Sammlung und ich wünsche euch viel Spaß. Oder auch nicht. Gewisse Parfums, die ich schon ungefähr 6000 Millionen Mal erwähnt habe, reiße ich nur kurz an, wie das hier. Das ist das Eau de Missions. Wenn ihr nur ansatzweise Vanille mögt, sollte das nicht in eurer Sammlung fehlen. Oh mein Gott, das riecht einfach absolut wie Backvanille. Also als ob ihr backen würdet mit Vanilleextrakt und oh Gott, das ist so unglaublich süß und lecker und man möchte euch dann am liebsten anbeißen wahrscheinlich, wenn ihr das tragt. Und es ist für mich vor allem ein Duft, der mich zur Ruhe kommen lässt. Ich trage den vor allem gerne vorm Schlafengehen auf. Es ist, oder halt zum Layern, wenn ich noch andere Parfums danach benutze, denn es ist nicht so stark, es hält leider nicht so lange. Aber ja, vor allem abends, wenn ich mich gemütlich fühlen möchte und sicher und geborgen, dann trage ich das hier. Es ist eine absolute Köstlichkeit, leider Gottes discontinued. Schaut online, ob ihr es noch bekommen könnt. Solltet ihr eigentlich, also online sollte man es noch kriegen. Ob man es jetzt noch zu einem guten Preis bekommt, die Leute, ne, nutzen das ja aus und schlagen da gerne drauf. So eine kleine Flasche solltet ihr eigentlich unter 20 Euro bekommen. 250 Milliliter Flaschen gehen eigentlich auch locker für 20 Euro weg. Also schaut mal auf Kleiderkreisel oder sonst wo. Zahlt da auf keinen Fall mehr als 50 Euro für, denn das ist einfach nur Verarsche. Perry Ellis Oud Black Vanilla Absolut. Es ist einfach, oh, es ist wunderschön. Oud, also holzige Noten, können sehr anstrengend und überwältigend sein. Also es kann einem auch schlecht werden, so wie mir zum Beispiel. Aber hier drin ist einfach die Vanille und der Rum. Also das sind die Hauptakteure und oh, der riecht einfach so gemütlich, so lecker. Einige sagen, dass der ähnlich sein soll zu dem, wo hab ich's hingestellt, zu dem Eau de Missions, beziehungsweise zu Spiritueuse Double Vanille von Guerlain. No fucking way. Ich weiß nicht, was die irre, keine Ahnung. Das ist meiner Meinung nach ein eigenständiges Parfum, ein sehr schönes Parfum. Ein Jammer, dass es leider nicht so lange hält. Da habe ich gleich noch ein paar andere Kandidaten für euch. 5 Stunden kommt ihr vielleicht damit hin auf der Haut, auf den Haaren und auf den Klamotten hält es noch ein bisschen länger. Aber von der Performance über den Tag hinaus 5 Stunden, wenn überhaupt. Ne? Also das ist sehr, sehr schade. Aber dafür sehr günstig. Den muss ich auch nur ganz kurz zeigen. Also wer ihn jetzt noch nicht gerochen hat, dann bitte stolpert zum Douglas oder Kaufhof oder Karstadt oder wo es sie sonst noch gibt. Riecht den einfach mal. Das ist von Thierry Mugler Pure Havana. Oh Gott, das ist einfach so göttlich. Der geilste Tabak-Honigduft, den ich je gerochen habe. Oh Gott, den trage ich auch gerne vorm Schlafengehen, aber halt auch so, ne? Ich dusche mich damit regelrecht. Also der ist so gemütlich. Also das lese ich auch immer wieder, dass er einfach so gemütlich und angenehm ist. Er ist auch angenehm für andere Menschen und einfach eine fabelhafte Komposition. Es hat halt auch die Angel-DNA drin. Also wenn ihr Angel überhaupt nicht mögt, das Eau de Parfum, könnte das nichts für euch sein. Aber ich mag es immer mehr und einfach, ach, das Gesamtkonzept ist einfach so wunderschön von diesem Duft und schaut ihn euch an. Ich hatte euch ja gerade schon kurz erzählt von Düften, die leider nicht so lange halten. Diese 2 Kandidaten. Und zwar ist das von Les Senteurs Gourmandes Vanille Chocolat und Tendre Madeleine. Vanille Chocolat soll sehr ähnlich sein oder ist sehr ähnlich zu Angel, wo wir gerade schon davon gesprochen haben. Angel von Thierry Mugler. Und ja, er ist auf jeden Fall ziemlich ähnlich. Kein 1 zu 1 Dupe, aber schon ziemlich ähnlich. Der hält gute 2 Stunden. 2 oder 3, 3 ist wirklich das Maximum. Also, ne, das ist schon ein Kompliment für dich. Sehr, sehr schade. Also auf der Haut wirklich arm und auf der, ja, auf den Klamotten, auf den Haaren schon ein bisschen länger, aber da nehme ich ihn auch nach spätestens 5 Stunden nicht mehr wahr. Und da finde ich es gar nicht mal so schlimm, weil so hammermäßig ist der Duft jetzt nicht. Also da kann ich es noch verschmerzen, aber bei dem hier ist es so schade. Tendre Madeleine ist einfach, ihr riecht nach einem Vanillerührkuchen, wo Orangenschale so reingerieben wurde.
Und ich weiß gar nicht, riechen Madeleines, also dieses Gebäck, riechen die auch so ein bisschen noch Orange? Ach, das ist einfach so köstlich. Hier riecht wirklich nach, ja, nach Rührkuchen mit Orange. Es ist so, so geil. Und der soll ein Dupe sein zu Lira von Xerchow. Da habe ich ja ein Sample. Die sind ein bisschen, also die sind schon ähnlich. Also so im Großen und Ganzen sind die sich ähnlich. Lira ist noch deutlich runder und wärmer, finde ich. Der hier ist frischer im Auftakt, weil, glaube ich, auch Bergamotte in der Kopfnote ist. Aber ansonsten sind die sich ziemlich ähnlich. Ich glaube, L von Lolita Lempicka soll auch ähnlich sein, aber den habe ich noch nie gerochen, weil der auch discontinued ist und den kann man auch nur bestellen. Und ja, der ist einfach so köstlich, aber wie gesagt, der hält leider auch nur 2, maximal 3 Stunden und das finde ich relativ schade. Ich meine, sie sind, na gut, ne, also das ist schon teuer für die Performance. 30 Euro pro Duft zahlt ihr da, das sind 100 Milliliter. Ja, ne, so als Bodyspray vielleicht, aber ja, also ich würde dann, ne, Tendre Madeleine kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Könnt ihr ja öfter auch mal nachsprühen, das mache ich dann ja auch. Aber wenn ihr richtig den Real Deal haben wollt, dann würde ich euch schon von Xerchow das Lira empfehlen. Das hält wirklich lange, ist wirklich noch leckerer und köstlicher und ja, schaut euch dann eher den an. Da muss ich auch nicht viel zu sagen, habe ich auch schon 1000 Mal drüber gesprochen. Spirit of Cashmere Musk gibt es im DM, im Rossmann und im Müller, also quasi in jeder Drogerie. Die stehen meistens ganz unten im Parfumregal, schaut da mal. Und das ist die absolute Alternative zu Hypnotic Poison von Dior. Wenn der nicht sogar besser, also viele schreiben und ich bin auch der Meinung, dass der besser ist als die aktuelle Version von dem Eau de Toilette von Hypnotic Poison. Es gab ja in den 90ern halt die Ursprungsversion und viele sagen auch, dass der ähnlich riecht zu der Ursprungsversion. Meine Mutter hat den früher getragen, also das Original, und ich kann mich nur noch vage daran erinnern. Ich weiß, dass da mehr Vanille und Mandel drin war früher. Aber der ist einfach so grandios. Also wenn ihr so einen kleinen Übergang braucht, wenn ihr zum Beispiel nur noch wenig in dem Hypnotic Poison drin habt und euch jetzt nicht direkt eine neue Flasche kaufen wollt, weil es ja auch so teuer ist, kauft euch den, der kostet noch nicht mal 3 Euro. Ja, im Angebot kostet der irgendwie 2,99 Euro und sonst kostet der irgendwann knapp über 3 Euro. Und wie gesagt, der riecht einfach so wahnsinnig ähnlich. Also der hält auch genauso lange und ist von der Entwicklung wunderschön, riecht überhaupt nicht billig und deshalb ist das wirklich absolut Gold wert. Zu dem nächsten Duft ist die Verpackung schon sehr schön. Das ist hier mit ganz vielen Bonbons drauf. Das ist French Sweets von Ulrike de Varens. Und ich habe von dem vorher noch nie was gehört. Ist auch eine Drogeriemarke, gibt es auch noch im DM, glaube ich. Ich glaube nur im DM. Das sind halt 3 Düfte, die es da jetzt noch gibt. Und früher gab es auch diesen hier halt, French Sweets. Der riecht auch, wieder die Rückseite gezeigt, das ist auch intelligent, Anni. That is the Vorderseite und ich finde, von der Verpackung sieht das schon ähnlich aus zu dem Duft, dem er ähnlich sein soll. War das jetzt ein deutscher Satz, Anni? Wahrscheinlich nicht, egal. Und zwar soll der auch ähnlich sein zu Spiritueuse Double Vanille von Grenat und auch demzufolge ähnlich dem, hoffentlich schmeiße ich jetzt nichts um, dem Eau de Missions. Ich muss sagen, in dem Ulrike de Varens, der auch leider discontinued ist, um das direkt mal voranzuführen. Leute, ja, online könnt ihr ihn bestimmt noch finden. Aber der hat noch eine florale Note drin. Da ist noch so eine leichte florale Note drin, die jetzt nicht nervt, aber sie ist schon merkbar. Es ist definitiv sehr süß, sehr vanillig, sehr köstlich und lecker. Karamell, Kuchen mit Karamell drüber halten. Ne? Das ist einfach so lecker. Aber halt die florale Note. Es ist halt quasi, ihr sitzt in einem Kaffee in Paris und esst euren leckeren Vanillekuchen mit Karamellglasur und trinkt einen Kakao dabei oder was auch immer. Und die Blumen fangen schon an zu blühen im Hintergrund. Es ist Frühling, nebenbei bemerkt. Und so will ich das jetzt beschreiben. Ich habe schon einiges aufgebraucht, sehe ich gerade. Es ist also wirklich ein unglaublich leckerer Duft, auch unglaublich günstig für das, was es ist. Also der riecht wirklich high-end, high-class. Und ja, solltet ihr ihn noch finden, unbedingt, unbedingt anschauen. Dann habe ich ja hier noch meine kleine Abfüllung von Rakba. Den habe ich mir bestellt, weil Kieken Chic sich den gekauft hat und so davon geschwärmt hat. Ich finde, der riecht nach Pflaume und holzigen Noten. Der riecht sehr, sehr dick, sehr, sehr, ja, der nimmt einen so richtig ein. Also es ist quasi wie so ein Sirup, der euch übergießt. Also das ist sehr, sehr reichhaltig. Erinnert mich so ein kleines bisschen an das Erotique von Dieter von Tees. Nur halt mit Pflaume und noch ein bisschen süßer und sirupartiger. Auch gar nicht mal so teuer, also für eine Blindbestellung ist das gar nicht mal so riskant. Rakba von der Taffa. Eine Blindbestellung, die leider sehr riskant für mich war, ist dieses kleine Honey hier.
Also die Verpackung ist ja sehr schön, das muss ich ja sagen. Hier überall so Bienenwaben und Bienen drauf. Es ist sehr, sehr hübsch. Die Rede ist von Kim Kardashian Honey. Pure Honey, Entschuldigung. Wie ich schon auf Instagram sagte, ich kenne Kim Kardashian nicht. Die Claudia kennt sie auch nicht, die war nie in Paris. Und der Duft, ich habe ihn mir anders vorgestellt. Also ich habe so viel darüber gelesen und einige Leute schrieben halt, oh, das ist wie dicker, warmer Honig, der auf einem Brötchen verschmiert ist. Und für mich hat er nichts, aber auch null mit Honig zu tun. Also nada, niente. Flakon ist auch super süß gemacht, hier auch mit so einem kleinen Bienchen drauf. Und der riecht für mich sehr frisch, sauber, nach Weichspüler schon fast. Und der Duft erinnert mich, haltet mich für bekloppt, an die alten Barbies aus den 90er Jahren. Ich finde, die Barbies aus den 90er Jahren hatten so einen ganz bestimmten Eigengeruch und danach riecht das für mich irgendwie. Also es ist jetzt nichts Negatives. Ich habe gerne mit Barbies gespielt, ihnen die Köpfe abgerissen und Haare abgeschnitten. Aber ja, ich habe mir halt was komplett anderes unter dem Duft vorgestellt. Für mich ist nicht drin, was draufsteht. Und ja, daher möchte ich den auch nicht so gerne benutzen, weil ich halt auch zu frische Düfte nicht mag. Und der ist einfach, I don't feel it. I don't feel the scent. Und deshalb werde ich den auch wieder verkaufen. Den habt ihr auch erst vor kurzem bei mir gesehen, und zwar ist das von Guerlain, das Aqua Allegoria Flora Nymphaea. Der hat so eine leichte Haarspray-Note, muss ich mittlerweile sagen. Wie ich schon sagte, der ist halt sehr floral, sehr frisch, auch ein bisschen grün. Den würde ich an einem sehr, 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 sehr heißen Sommertag tragen, genau wie das Dieter van Dees Eau de Parfum. Ja, also ich habe den, wie gesagt, jetzt noch nicht ausgetestet. Ich habe ihn halt noch nicht getragen, weil es noch nicht heiß war, logischerweise. Und ja, aber wenn ich ihn getragen habe, werde ich euch nochmal berichten. Aber er ist auf jeden Fall schön, aber so viel schwärmen kann ich jetzt auch nicht, weil er ist auch discontinued. Das ist auch irgendwie so eine Leidenschaft, so Düfte, die es nicht mehr gibt, zu sammeln. Das ist auch irgendwie was Schönes, da bin ich auch ganz verrückt nach momentan. Aber der ist auch nicht so teuer online, der kostet 30 Euro. Also falls ihr da auch das Risiko eingehen wollt einer Blindbestellung, wenn ihr frische und sommerliche Düfte mögt, ist das auf jeden Fall eine Idee. Hier können wir auch wieder mit einer wunderschönen Umverpackung glänzen. Und zwar ist das von Jean Arthurs Guy Pure in Silk, das Eau de Parfum. Und auch hier haben wir wieder ein vergleichbares Parfum zu dem Hypnotic Poison von Dior. Ich muss allerdings sagen, dass hier noch so eine leicht frische Anisnote mitspielt, also direkt am Anfang in der Kopfnote. Ja, aber ansonsten sind die auch sehr ähnlich und oh Gott, guckt euch diesen Flakon an, guckt euch diesen Flakon an. Es ist einfach so, allein die Farbe des Duftes, diese Amber-Bernstein-Farbe, die ist so traumhaft und dann halt diese Spitze hier vorne. I love it. Und ich muss sagen, mit dem Duft verbinde ich auch einen Song. Und zwar von Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. Ein französisches Lied, sehr, sehr schön, kann ich euch mal verlinken. Irgendwie verbinde ich das damit, weil ich das viel gehört hatte, als ich das, also in dem Zeitraum, als ich das bestellt hatte. Auch das ist discontinued, lass mich nicht lügen, ich glaube ja. Aber ja, allein der Flakon und diese wunderschöne Umverpackung, da lohnt es sich schon. Ihr merkt, ich habe eine kleine Sammlerleidenschaft. MAC Cosmetics hat neue Düfte rausgebracht, endlich. Es gab ja früher schon Düfte, es gibt auch Online-Düfte, die im festen Sortiment waren, aber die gab es nie in den Stores. Aber ja, es gibt endlich wieder neue Düfte von MAC und das hier ist Velvet Teddy. Oh Gott, der ist einfach so wunderschön. Viele sagen, dass der auch vergleichbar ist mit Tobacco Vanille von Tom Ford. Es besteht eine leichte Ähnlichkeit, aber definitiv nicht, also genau dasselbe. Und ach, diese Honignote ist so wundervoll authentisch hier drin. Richtig dick, richtig, ja, also purer Waldhonig, würde ich sagen. Und die anderen Düfte, die gibt es übrigens auch offiziell in Deutschland, auch in den Stores. Also nur erstmal exklusiv in den Stores und ab April soll es die überall geben, wo es auch MAC gibt. Und davon, also hiervon bin ich sehr, sehr begeistert. Von den anderen Shade Scents, wie ihr es ja in meinem letzten Vlog vielleicht gesehen habt, bin ich jetzt nicht so erbaut. Ja, die anderen finde ich halt irgendwie langweilig. Man hat alles schon mal gerochen und Heroin ist einfach viel zu intensiv. Den kann, glaube ich, noch nicht mal ein Mann tragen. Also mir ist so schlecht von dem Duft geworden. Der riecht einfach nur verbrannt. Einfach nur verbrannt. Dann hat mir halt noch Lady Danger gefallen, aber der hat mich sehr an dieses Rituals Cherry Blossom Body Spray erinnert. Und da könnt ihr euch auch das Body Spray von Rituals kaufen. Kostet nur 16 Euro anstatt 50 wie die Düfte. Und wie gesagt, die anderen Düfte fand ich extrem langweilig. Aber den hier kann ich unglaublich empfehlen, falls ihr auf Tobacco Vanille steht zum Beispiel oder halt auf sehr, sehr reichhaltige Honigdüfte. Ach, der ist einfach so, so wunderschön. Dann habe ich noch dieses wunderschöne Parfum im Angebot. Und zwar ist das von Towerville oder Andy Tower.
Vanilla Flash. Also das ist so ein Parfum, das auch in der Parfum-Community so Pflicht ist, wenn man auf Vanille steht. Und das ist ein sehr, sehr kleiner, süßer Flakon. Also hier sind 30 Milliliter drin. Das ist sehr, sehr stark konzentriert. Also dafür braucht ihr wirklich nur einen Pumpstoß, einen Sprühstoß. Und dann seid ihr bedient. Also meine Haare gehen mir heute so auf den Nerv. Also jedenfalls Mamushka ist das wunderschön. Also ich muss sagen, die Vanille ist hier gar nicht so präsent. Da ist mehr so Rose im Spiel. Es hat eine ganz spezielle DNA. Also falls ihr Andy Tower Parfums nicht kennt, da ist das sehr, sehr schwer zu beschreiben. Der hat eine ganz, ganz spezielle DNA. Die liebe Crystal von Being Crystal, die ist auch auf Instagram, hat mir mal eine kleine Probe eines anderen Parfums von ihm geschickt. Und da war halt auch diese ganz spezielle DNA drin. Und es riecht halt auch sehr reichhaltig und auch so unglaublich gemütlich. Und jetzt suche ich das deutsche Wort für sophisticated. Selbstbewusst. Also ein sehr selbstbewusster, reichhaltiger, schwerer Duft, der trotzdem eine wunderschöne Süße hat und nicht anstrengend ist. Schaut ihn euch an, wenn ihr die Gelegenheit habt. Ihr könnt euch ja auch Proben bestellen, habe ich euch ja auch ganz oft gesagt, auf Parfumo oder Essenza Nobile zum Beispiel. Da könnt ihr euch Proben bestellen und das ist auf jeden Fall mal wert, ihn zu erschnüffeln. Jetzt habe ich noch zwei leckere... Warten wir erstmal, bis das Flugzeug weg ist. Fertig. Jetzt habe ich noch zwei Leckereien für den Frühling und für den Sommer. Und wenn ich mir den nächsten Flakon anschaue, muss ich irgendwie lachen und weinen gleichzeitig. Nein, Quatsch. Es ist ein sehr auffälliger Flakon. Ist auf jeden Fall ein Hingucker, genau wie die Umverpackung. Also ja, das ist so eine vielseitige Umverpackung. Da ist auf jeder Seite ein anderes Muster. Finde ich irgendwie süß gemacht. Das ist von Betsy Johnson, das Eau de Parfum. Das heißt auch einfach nur Betsy Johnson. Und darauf bin ich gekommen, Leute. Fragt mich nicht, wie ich darauf gekommen bin. Also eines Abends habe ich das Dschungelcamp geguckt im Bett. Und ich habe währenddessen, weil irgendwie die Dschungelprüfung so langweilig war, habe ich auf Parfumo, da gibt es da so eine Funktion, da kann man einzelne Duftnoten rausschauen. Und da habe ich mich für die Duftnote Praline entschieden, weil ich einfach wissen wollte, in welchen Parfums Praline drin ist. Und da kam auf einmal das hier. Und da dachte ich, der Flakon kommt dir doch bekannt vor. Das hast du schon mal irgendwo gesehen. Da ist mir eingefallen, ja, Amy Loves Perfume hat davon schon mal gesprochen. Und da habe ich einfach auf YouTube Amy Loves Perfume und dann halt den Duft hier eingegeben. Und dann kam ihr Video zu den Most Complimented Fragrances, also ihre Parfums, für die sie die meisten Komplimente bekommt. Und da war halt auch der dabei. Und Leute, oh, der riecht so gut. Erstmal muss man sagen, der ist überhaupt nicht teuer. Den kriegt ihr für ein Apfel und ein Ei und... Oh Gott, der riecht einfach nur, als ob ihr süße Sahne schlagt, also Schlagsahne, und da rein Ananas und so klein gehackte Äpfel und halt alle möglichen Früchte reinrührt und noch ein bisschen Joghurt dazu, halt so, also wie so Schlagsahne mit Früchten drin. Und es riecht halt wunderschön cremig, süß, es ist so angenehm und ich finde, also es erinnert mich an irgendeine Süßigkeit aus den 90ern, die ich irgendwann mal im Urlaub gegessen habe. Fragt mich nicht, was es war, ich habe keine Ahnung, aber es erinnert mich daran. Und das ist halt auch das Wunderschöne an Parfums, wenn es dich zurückwirft, wenn es dir Erinnerungen weckt aus deiner Kindheit, vor allem die schön waren, aus dem Urlaub vielleicht. Und das macht dieses Parfum und das ist so, so wunderbar und das werde ich im Frühling wahrscheinlich tot tragen. Es ist einfach so wunderschön cremig, süß und lecker und riecht überhaupt nicht billig. Und ja, billig ist halt so, ne, Flakon kann man schon als billig bezeichnen, so ein kleines bisschen. Auf jeden Fall kitschig, also nicht billig, kitschig auf jeden Fall. Zu guter Letzt habe ich hier einen Duft von Zara und Zara überrascht mich immer wieder mit seinen Düften. Also die haben so geile Dinge auf Lager. Schaut auch unbedingt mal, auch als Frauen, bei den Männern unten in der Parfumabteilung Mamushka. Die haben da geile Sachen, also da, das geht auf keine Kuhhaut. Und den hier habe ich durch Zufall entdeckt. Da war ich mit Christina von Geek & Chic in der Stadt unterwegs und da haben wir halt in dem riesengroßen Zara, der in der Schildergasse ist, haben wir gestöbert und dann haben wir den entdeckt und der kostet gerade mal 9,99 € und Leute, als ich den gerochen habe, oh Mamushka, da ist drin Apfel, Ananas, Kokosnussmilch, Fräsie, Orchidee, Sandelholz, Praline und Moschus. Und der riecht nach Pina Colada. Ich muss den mal kurz in die Luft sprühen. Oh Gott, der riecht wirklich... Als ob ihr gerade im Urlaub am Strand seid und ihr war gerade im Meer und das Meer ist so unglaublich schön warm und wohlig und ihr seid geschwommen und legt euch auf eure Liege unter dem Sonnenschirm und habt da Früchte stehen und euren Pina Colada und entspannt euch einfach und so riecht dieser Duft. Der riecht nach Urlaub, der
Oh. Und auch hier, überhaupt nicht billig, überhaupt nicht künstlich. Es ist einfach dieses pure Pina Colada-Feeling und ach, wunderschön. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass es da keinen Deckel hat. Also da ist nur dieses komische Pappteil drauf. Also keine Ahnung, ich muss mir wahrscheinlich irgendwo mal einen Deckel klauen oder so. Aber ja, der ist einfach so, so wundervoll. Der heißt, übrigens habe ich gar nicht gesagt, Ultra Juicy heißt der. Also oh, schaut euch den unbedingt an, wenn ihr auf Sommerdüfte steht oder auf Pina Colada. Ich trinke ja keinen Alkohol so gerne, aber ja, ich rieche es gerne. Von daher ist der wunderschön. Und da, ja, schaut euch den an, der ist so geil. Und das waren dann jetzt die Düfte, die ich mir nach meinem Parfumsammlungsvideo noch zugelegt habe. Es werden noch einige Folgen. Ich habe noch sehr, sehr viele Düfte auf meiner Wunschliste. Ich habe mich kürzlich in einen Duft verliebt, Leute. Da war ich im Apropos, habt ihr ja auch gesehen in meinem Vlog. Und da habe ich den Bara Onda von Nasomato gerochen. Und der ist auch schweineteuer, sind 30 Milliliter für 118 Euro. Kauft den euch unbedingt online, also niemals bei Apropos oder in gewissen anderen Parfümerien, ne, da schlagen die nämlich noch gerne was drauf, die Arschgeigen. Und ja, der ist so, so wunderschön, der riecht nach Whisky und richtig warm und oh, der ist so, so geil. Also es ist einfach, man kann es gar nicht beschreiben, der ist so mega geil. Und der steht auf meiner Liste. Diverse andere. Schaut euch gerne mal meine Liste, meine Wunschliste auch auf Parfumo an. Da könnt ihr einfach Flickchen eingeben und da könnt ihr meine ganzen Listen einsehen. Und ja, wie gesagt, stöbert auf der Seite mal. Und Essenza Nobile kann ich euch sowieso empfehlen. Da habe ich ja kürzlich bestellt, halt die Le Senteur Gourmand. Und der hier wurde mir nachgeliefert. Und die haben mir schon bei der ersten Lieferung 1000 Proben reingepackt. Und dann jetzt bei der Nachlieferung auch nochmal. Das ist keine Selbstverständlichkeit und das ist unglaublich großzügig. Und ich bestelle da unfassbar gern. Und deshalb kann ich euch auch das empfehlen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.